Warum ein Geschichtsfan? Wir hätten jetzt immer so viel besser einen Kampf verbringen können. Ich mag dich mal als Geschichte. Stell dich nicht so an. Du weißt genau, warum wir hier sind. Aber Hot Girl Summer? Du weißt, dass ich eigentlich mit ganz vielen Typen flirten wollte. Ich weiß. Guck, da ist direkt der erste Typ. Und jetzt reiß dich zusammen. Hallo, Holde Maid. Mein Name ist Leonard und es erquickelt meine Seele, euch hier willkommen zu heißen. Hi, ich bin Grace und das ist meine beste Freundin Olivia. Darf ich beim Tragen des Gepäcks behilflich sein? Nein, danke, das passt schon. Kann es sein, dass wir uns irgendwie schon kennen? Ich wüsste nicht woher, aber wer weiß, die Welt ist klein. Wenn ich euch nun zu euren Gemächern geleiten dürfte. Come on, Grace, was erwartest du eigentlich hier von mir? Wir hätten einen Korb in der Sonne liegen können. Immerhin brauchst du dir hier keine Sorgen, um einen Sonnenbrand zu machen. Irgendwie habe ich wieder das gleiche Gefühl wie vor ein paar Monaten. Was meinst du? Ich habe wieder so Kopfschmerzen, wie als ich diese Flashbacks oder Begegnungen hatte. Vielleicht solltest du eine Ebo nehmen. Ja, ich habe sogar alles Gute, sonst ihr nichts. Okay. Hallo, ich bin Catherine und das ist Ted und wir sind dieses Jahr die beiden Campleiter. Heute als Einführung in unser Geschichtscamp werde ich euch von der letzten Familie erzählen, die hier vor 140 Jahren gelebt hat. Die wichtigste Person in dieser Geschichte ist Maybe Hollingston. Die Herzogin von Oxford. Sie war die älteste Tochter von Maxine und Arthur Hollingston, die zu den reichsten Familien in dieser Gegend zählten. Als Maybe gerade mal 2 Jahre alt war, brachte ihre Mutter ihren jüngeren Bruder Trevor zur Welt, den sie vom ersten Tag an vergötterte. Sie versprach ihm, sich immer um ihn zu kümmern und dass es nichts gibt, nicht einmal Zeit, die sie davon abhalten wird, sich um ihn zu sorgen. Als die Herzogin erst 6 Jahre alt war, wurde sie mit der Familie von Lord Sebastian Willingsworth aus Cornwall bekannt gemacht und deren Sohn Kenneth, der nur 1 Jahr älter war als die Herzogin selbst. Die beiden Familien wurden sehr enge Freunde und verbrachten fast den ganzen Tag zusammen auf dem Schloss. Maeve, Trevor und Kenneth verbrachten viel Zeit zusammen und ihre Freundschaft wuchs mit den Jahren immer mehr. Als Teil einer wohlhabenden und wichtigen Familie hatten sowohl Maeve als auch Trevor wichtige Pflichten zu erfüllen. Sie mussten zu vielen Bällen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, die Herzogin verabscheute. Aber es war nicht ihr Platz zu entscheiden, was sie will. Ihre Eltern sagten immer: Kopf hoch, lächle stolz und knickse respektvoll. Und das war genau das, was sie tat. Woche für Woche, Monat für Monat. Bis sich alles änderte, ja. Die Familie machte Urlaub hier an diesem schönen Ort in Oxford. Man sieht ja das Anwesen. Und im Sommer bei der Familie, wie ist es noch gleich? Ich habe den Namen vergessen. Hollingstons. Hollingstons, ja. Die Kinder, die waren 16 und 17 Jahre alt. Und wie es halt typisch war, man kennt die Kinder, Stuben verstecken. Und Trevor war dran suchen und die beiden klein, also gar nicht mehr so klein, versteckten sich ohne Zufall im gleichen Versteck. Und wenn man so zusammen mit dem Versteck sitzt, dann treffen sich auch mal die Lücke. Und wie ist der Zufall, oder vielleicht auch gar nicht der Zufall so will, ein Kuss. So magisch. Die beiden waren so, 1 Jahr heimlich zusammen. Thank you.
Doch irgendwann teilten die beiden ihr Geheimnis. Bis zum Jahr 1879, wo leider der Vater von den beiden verstarb. Maeve und Trevor waren in großer Trauer. Ihre Mutter ging zurück an den englischen Hof. Kenneth kümmerte sich verdammt gut, ein ganzes Jahr lang. Er tröstete sie in ihren traurigen Tagen. Er war für sie da und dann... 1880, an ihrem Lieblingsplatz, machte er ihr einen Heiratsantrag. Er kniete vor ihr nieder und sprach die Worte: Willst du mich heiraten? Okay, ich bin fertig. Dann lass uns zum Frühstück. Endlich etwas, was mich freut. Ich geh schon mal. Guten Morgen, Fleurice. Hast du gut geschlafen? Wer? Fleurice ist das französische Wort für Blumenmädchen. Du trägst was mit Blumen, deshalb dachte ich, das passt. Was machst du hier so früh? Ich empfinde das als sehr unmenschlich. Ich habe häusliche Pflichten zu erledigen und darf nicht den Luxus genießen, in den späten Stunden des Tages zu schlafen. Aber wir haben Bedienstete. Warum können die nicht die Arbeit für dich übernehmen? Alles in Ordnung? Ja, wo ist Frühstück? Hier lang. Mit welcher Thematik dürfen wir uns denn befassen? Cool. Unser Thema sind die Räumlichkeiten im Garten. Okay. Okay. Wollten wir nicht mehr über Ella und ihren Soldatendoktor erfahren? Ja, das läuft absolut nicht nach Plan. Was läuft? Lange Geschichte. Ich hab Zeit. Wir suchen jemanden, der vor ca. 180 Jahren gelebt hat, kennst du wahrscheinlich eh nicht. Eigentlich kenne ich jede Familie, die hier zwischen 1730 und 1910 gelebt hat. Und etwas zu sagen. Den Manning? Du meinst Clara de Manning? Die Lord Maxwell Kingston geheiratet hat? Nein, tatsächlich. Ella. Ella? Das schwarze Schaf der Familie? Ich weiß nicht, aber kennst du sie? Weißt du was über sie? Nicht wirklich, aber wir könnten mal die Bücher fragen. Warum willst du denn überhaupt welche über sie wissen? Familie. Das macht so gar keinen Sinn. Warum willst du in einem Buch über alte englische Geschichte über Ella suchen? Es macht so viel mehr Sinn, in einem Familienbuch nachzuschauen. In einem Geschichtenbuch kannst du viel leichter bestimmte Personen finden als in einem Familienbuch. Da musst du durch tausende von Namen durchgehen. In den 30 Minuten, in denen ihr diskutiert habt, hättet ihr beide mich ja komplett lesen können. Hätte sie nicht vor 30 Minuten diese Diskussion gestartet, dann hätte ich euch schon längst sagen können, dass ich Ella gefunden habe. Hi, ich bin Ethan. Seid ihr Gruppe 4? Ja, hi. Mein Name ist Leonard und das sind Olivia und Grace. Hi. Was ist das Thema? Die Räumlichkeiten und der Garten des Anwesens. Ich wurde in Oxford angenommen. Das ist fantastisch. Ich bin so stolz auf dich. Dein großer Traum ist in Erfüllung gegangen. Gratulation, mein Freund. Vor dir liegen wunderbare Jahre voll von Lernen und Stolz. Zuerst dachte ich träume, aber nachdem ich mir mehrmals in den eigenen Arm geknüpft habe, kann ich jetzt mit Stolz behaupten, ich bin Oxford-Student. Und was ist das Wichtigste, was ein Oxford-Student wissen muss? Dass Cambridge voll dreckiger Bastard ist. Ich werde unverzüglich Mutter die Neuigkeiten schreiben. Ich kann es kaum glauben, mein kleiner Bruder, ein Stempel. Und das an Englands bester Universität. Das ist kein schlechtes erste Abendbrot. Man muss auf mein Wort vertrauen. Behauptest du, ich bin nicht schlau genug, an einer Universität wie Oxford zu studieren? Nein, aber Frauen dürfen nicht studieren. Nur weil ich eine Frau bin, bedeutet dies nicht, dass ich nicht fähig für ein Studium bin. Ich bin genauso schlau wie Trevor, wenn nicht schlauer. Ich habe nichts anderes behauptet. Ich sage nur, dass Frauen nicht das Privileg genießen, in Oxford oder anderen Universitäten zu studieren. Typisch, Mann! Wieso? Alles, was ich sage, sind schlichtweg Fakten. Fakten? Was glaubst du, wer du bist? Ja, hier.
Hier steht, dass sie 1837 von zu Hause weggelaufen ist, um ihren Verlobten zu suchen. Aber wurde nie bestätigt, dass sie ihn gefunden hat. Also ist sie wahrscheinlich tot. Was haltet ihr davon, wenn wir uns aufteilen? Olivia und ich machen die das Anwesen und ihr den Garten? Joe und Olivia, das sind nämlich Ideas. Ja, natürlich. Ethan? Ja? Hast du gehört, was wir jetzt machen? Nein, aber ich bin sicher, du kannst es für mich wiederholen. Endlich bist du hier. Wir warten seit einer halben Ewigkeit. Es hat keine 5 Minuten vergangen, seit ich zum Tee gerufen wurde. Möchtest du melden? Nein, danke. Einmal gerne? Nein, danke. Irgendetwas passiert. Alles gut. Ja, ich bin schon zum dritten Mal hier. Die ist da drüben. Hey. Hey. Ich komme, um dich um Verzeihung zu bitten. Wofür? Dass du Frauen als minderwertig ansiehst, das empfinde ich als ziemlich unverzeihlich. Hör mir doch bitte zu, Mädchen. Das tue ich, wenn du das Thema ernst nimmst. Das tue ich. Das tust du nicht! Lass mich doch bitte ausreden. Warum nimmst du mich nicht ernst? Ich nehme dich ernst. Das Letzte, was ich wollen würde, wäre, dass du dich von mir nicht respektiert fühlst. Ich denke nur, dass diese Diskussion überflüssig ist. Überflüssig? Das sind Frauen für dich also? Natürlich nicht, sonst würde ich doch keine heiraten. Zumindest hast du eine Wahl. Was soll das denn jetzt bitte bedeuten? Du hast die Wahl, wen du heiraten willst oder ob du es willst. Dir steht es frei, deine Bildung zu wählen und dann in dem Bereich zu arbeiten. Du bist dein eigener Herr, während ich immer jemandem gehöre. Erst war ich Eigentum meines Vaters, nun gehöre ich meinem jüngeren Bruder und nach unserer Hochzeit dir. Ich gehöre nie mir selber. Du darfst dein Leben leben, ich nicht. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mich meinen Konflikten zu stellen. Siehst du, du hast nichts dagegen zu sagen. Darling. Ich kann das nicht. Ich kann niemanden heiraten, der mich nicht für voll nimmt. Bitte, geh einfach, geh! Also Grace, wir haben vorher nochmal in den Archiv geschaut, Lennart und ich, und haben leider nichts mehr gefunden. Nicht in den Familienbüchern, oder sonst wo. Wir haben nur einen Brief von Clara an Lindy de Manning gefunden, die sie verschwunden ist. Wahrscheinlich in den Wäldern. Okay, danke, dass du nochmal geguckt hast. Beendet ihr schon die Sätze des anderen? Heute Morgen wart ihr doch noch im Hassstadion. Das machen wir doch gar nicht. Thank you.
rechts haben wir auch ein Bild von Heinrich dem Hafen, der war um das 15. Jahrhundert rum. Also ich glaube, ich weiß, wer heute Abend gemeinsam zum Baronet kommt. Dann könnten doch auch wir mal zusammengehen, oder? Bevor du irgendetwas sagst, lass mich bitte ausgehen. Ich habe die letzten 3 Tage in Qual und Verzweiflung. Maybe, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber unsere Streitigkeiten beruhten auf einem Missverständnis. Und ich konnte dir niemals meine Sicht der Dinge schildern. Während du mir deine Meinung kundgetan hast, habe ich lediglich über Fakten und Regeln gesprochen. Fakten, die ich mit keinem Wort unterstütze. Frauen sollten das Recht auf eine bessere Bildung haben. Frauen sollten das Recht haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und der Grund, wieso ich das weiß, ist, weil ich mir jedes Mal dich anschaue. Du bist das perfekte Beispiel dafür. Und ich will auf gar keinen Fall, dass du dich selbst als meinen Besitz ansiehst. Ich will lediglich einfach nur, dass wir beide als 2 Individuen nebeneinander herleben und einfach sich sicher sind, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Obwohl sie beinahe gar nicht Kraft gefunden hätte. Darf ich bitten? Ich bin verheiratet. Fing das Haus Feuer. Maeve, Kenneth und Trevor konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch es brach Maeves Herz, ihr geliebtes Haus in Flammen aufgehen zu sehen. Danach waren Kenneth und Maeve viel auf Reisen, insbesondere in Frankreich. Sie kehrten nie nach Oxford zurück. Nach Maeves Tod ließ Trevor das Haus in ihrem Namen wieder aufbauen.